Ja, Leute, das ist mein Leben. In Schlachtzüge gehen, hoffen, dass man was kriegt und dann einen Stinkefinger ins Gesicht zu bekommen. Das ist my life. It's my life. De, de, de. Ah, Mann. Das ist doch mal mega, mega unmännlich. Nicht genug Energie. Naja. Kann man nichts machen. Ich hoffe, ich krieg wenigstens beim Endboss was. Das wäre mal wenigstens ausnahmsweise schön. Oder noch besser, dass ich überhaupt irgendetwas bekomme. Irgendetwas. Das würde mich noch mehr freuen, ja. Ich glaube, da wäre die Freude auf 110, ey. Wenn man mir mal irgendwas droppen würde. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Kann doch nicht so schwierig sein, mir eine Sache zu geben. Mehr verlange ich auch nicht. So, wer ist eigentlich der Nächste? Wo ist eigentlich... Ah ja, da ist der Boss. Okay. Es ist noch ganz, ganz weit weg. Dann müssen wir uns erstmal hochkämpfen. Tyrannen, Ach, nee. Nee. Wir sind komplett überschoben. Wir müssen erstmal Teufelslord Sakum. Sakka. Sackeberg. Steht innerhalb von krachenden Riesen, um sie zu verschließen. Aha. Wenn die Saat der Zerstörung auf euch wirkt, auf euch gezielt ist, solltet ihr... Oh, scheiße. Ich bleib mal eine Runde stehen und schau einfach. Ich hab keinen Bock grad. Auf euch gezielt ist, solltet ihr die Welle der Zerstörung nicht auf Teufelskristalle ziehen. Wenn ihr besudelt seid, entfernt euch von eurem Verbündeten. Ja, besudelt. Schön. Schönes Wort eigentlich, ne? Und warum bin ich kurz vorm Verrecken? Das ist mal mega nicht männlich. Ich bin ja gleich tot. Schon wieder. Was läuft falsch? Ich glaube, ich stehe komisch. Oder ich stehe falsch. Oder nicht richtig. Oh, der Tank ist tot. Der Tank ist tot. Wir gehen gleich tot. Wir wipen gleich ein paar Gegnern. Das ist schön. Darauf hat sich mein Körper schon eingestellt. Dass wir gleich schön wipen werden. Schöner Vibe. Lecker. Komm on, komm on, komm on, komm on. Also wir können jetzt schlecht gegen die hier verlieren. Also das könnt ihr jetzt nicht... Oh, scheiße, ich bin gleich auch wieder down. Wo sind die beschissenen Hexenmeister-Teile da, wo man sich auf... Ich hau Gesundung rein, fickt euch. Ganz ehrlich. Ich hab ein bisschen Angst, dass mich der Heiler irgendwann mal einen Stich lässt und ich dann auf mich alleine gestellt bin. Immerhin bin ich jetzt nicht gestorben, ja? Das ist jetzt für euch peinlich, ihr zwei da. Huh. Scheinbar nicht, ne? Tyrannen, weil Velhari scheint unser letztes Ziel zu sein. Ich glaube, der Rest... Ja, keine Ahnung. Vielleicht liege ich auch falsch. Oder es kommt noch mehr. Ich verstehe sowieso die meistens den Aufbau eines Schlachtzugs nicht. Das ist so kompliziert. Ja, da kommst du gar nicht mit, was da, wohin es geht, wohin was. Ich bin schon froh, dass ich in der Schwarzfelsgießerei langsam weiß, wie es endlich abgeht. So, da scheint wohl die letzte zu sein. Und dann haben wir wieder, ja, noch zwei weitere auf uns zukommen. Ich glaube, der letzte ist nur noch Endboss-mäßig aufgebaut. Aber der Rest, da muss man sich noch ein bisschen durchwimmeln. Sprich, wir haben noch Archimonde, wie ich ihn immer ganz nenne. Archimonde. Hat irgendwas Britisches an sich. Und dann noch Manorov. Unseren guten alten Freund, der Manorov. Oder? Ja, Manorov. Ja. Ah, der gute alte Manorov. Ja, ja. Ach, die Keule. Lang nicht mehr gesehen, ey, das Schwein. Seit der verreckt ist, habe ich ihn ja nicht mehr gesehen. Ey, da wollte, das ist ja... Manorov ist, glaube ich, doch der von Grom da getötet wurde. Und dann, ja, in dem Prozess halt selber drauf gegangen ist. Aber er hat ihn getötet. Scheinbar bockt es die Leute, ihn wiederzubeleben. Ne, mein kleiner Manorov? Ja, Schlag mit Gromas Axt zuvor. Oh mein Gott, dieses WoW-Wissen. Na, eigentlich ist es Warcraft-Wissen, aber scheiß drauf. Dieses Warcraft-Wissen. Bam! Ich wusste doch, dass Manorov dieser kleine Assi ist, der von Grom gepaunt wurde, Alter.
Zwar schade, dass er selber gestorben ist, aber ja, hey. Er hat Sünde getan. Er hat gesündigt. Wenn man das so überhaupt nennen kann. Kann man das dann? Ja, natürlich kann man das. Ich verstehe aber die Reihenfolge nicht, ganz ehrlich. Wenn da steht, dass jetzt Teufelssohn Saku, ne, Saka, der nächste ist, Zuckerberg, warum kämpfen wir gerade gegen sie? Ja. Ich glaube, jeder versteht meine Verwirrung. Ne? Warum baut man die Bosse im Compendium nicht reihenfolgemäßig auf? Oder wir haben wieder welche verpasst, aber ich glaube das einfach nicht. Das glaube ich diesmal nicht. Vielleicht erweckt sie auch ihn, ich weiß es nicht, aber auf dem Bild steht, ist ihr Bildchen drauf. Vermute mal also, dass wir gleich gegen sie ein kleines Tänzchen wagen werden. Aber überraschend, wie lang der Schlachtzug ist. Also ist schon länger als Schwarzfelsgießerei, glaube ich jedenfalls. Also mir kommt es auf jeden Fall so vor. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch so stimmt. Sind ja auch, glaube ich, mehr Bosse als auch in jedem anderen Schlachtzug. Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Es waren, glaube ich, 11 oder so. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu faul zum Nachzählen. Deswegen belassen wir es einfach bei Schätzungen. So, mein Freund. Ja, okay, wenn wir jetzt gegen sie battlen, dann schauen wir mal, was sie so drauf hat, ne? Beginn im Kampf mit Aura der Unterdrückung. Wenn sie 10% ihrer Gesundheit verliert, ruft Vahar einen uralten Vollstrecker bei, um sie im Kampf zu unterstützen. Ach hier, das ist für mich. Besieg schnell die uralten Dir, die Tyrannen Vahar zu ihrer Unterstützung herbeiruft. Okay, das ist das, was ich schon gelesen habe. Und stellt euch in die Nähe von Spielercharakteren, die von Edikt der Ächtung betroffen sind, um den Schaden zu reduzieren, den jeder einzelne Spielercharakter leidet. EDDD verursacht Schattenschaden, der auf alle getroffenen Spielercharaktere verteilt wird. Dieser Effekt tritt 9 Sekunden lang ein. Den Ereda ist Krieg nicht fremd. Seid ihr so begierig zu sterben? Ich finde immerhin ihre Waffe geil. Das ist ja von Feuerlande. Die Zweihander. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich glaube, das wird auch irgendwo in den Makros dann angezeigt von den anderen, wann, was auf wen liegt. Aber schön. Ach, da haben wir die doch. Hier, unsere guten alten Vollstrecker. So, ich sollte mal hier Rotation machen, Ding. Oh, scheiße. Das sieht irgendwie jetzt nicht so gerade cool aus. Fuck me. Fuck off! Die ist ja mitten da reingelaufen, wo ich... Oh, scheiße. Dieser fette Feuerball sieht alles andere als nett aus. Gib ihn! Judge ihn! Ich glaube, vor allen Dingen, es sind nicht alle drauf. Das sind nicht alle auf jeden Wichser drauf. Komm schon, haut den doch weg, das ist hier, der ist hier der Wichtige. So, die daher tanzt, das ist, ja scheißegal erstmal. So, dann, da gebe ich keinen Scheiß drauf, ich habe meine verdammte Mantel der Schatten. Oh nein. Der hat gesessen. Aber ich glaube, ich habe richtig gemacht, ne? Ich muss mich so irgendwie hinbewegen, dass es so wenig wie möglich Leute trifft. Vermute ich mal, irgendwas haben wir richtig gemacht. Ihr werdet so gebrechlich und schwach. Oh, Aura der Verächtung. Auf wen? Auf wen? Ach, hier. Auf ihn. Sehr gut, der Schaden wurde aufgeteilt. Ah, schön, dass du sogar mit Countdown. Ist ja mal super nice. Da weiß man gut Bescheid. Das ist ja wirklich so, wenn man sagen kann, ohne irgendjemanden hier zu beleidigen. Eure Existenz für Idioten noch. Das sollten wir hinkriegen. Das sieht ganz gut aus. Oh, alter Vorbote. Ja, das ist doch mal nicht so geil. Ich glaube, da kann man unterbrechen, wenn sie anfängt, irgendwie was zu machen mit Heilungen. Aber der gebe ich auch nicht sehr lange.
So. Da. Ja, genau. Perfekt. Unterbrechen. Ich hab's mir schon gedacht. Meine Kuh ist ja sehr hoch. Nur fürs Tank und Heilen reicht's einfach nicht aus. So. Das sieht sehr gut aus, das... Ja, doch. Ich geh mir meine Gesundung reinpfeifen. Das sieht doch mal... für mich nämlich ziemlich bitter aus, dass ich gleich sterben werde. Jawohl, ich bin gleich down. Heilung. Hilfe. 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 Ah, sehr gut. Danke. Papa ist wieder im Spiel. Ja, ich glaube, ich hau mir erstmal eine Mantel der Schatten rein. Einfach nur mal, um so wenig erstmal Schaden wie möglich zu verfehlen. Genug. Dies ist euer Ende. Okay, das klingt jetzt irgendwie nicht, ja, das ist jetzt irgendwie... Ich glaube, die ist pisst jetzt, ne? Ich glaube, sie hat genug von... Ist ja auch schön, dass man nur das von ihr hört, ne? Sie sagt ja nichts anderes. Der Souverän wacht über mich. Oh, scheiße. Das klingt auch nicht gerade alles anrein schön. Gut, dann hauen wir den auch mal weg. Uralter Souverän. Ha! So souverän siehst du gleich auch nicht mehr aus, mein Freundchen. Oh, shit. Ah, Schutz des Souveräns, ja. Fuck me, Alter. Ich weiß nicht, was das für ein lila Teil ist, was da auf einen wirkt, aber ich will nicht wissen, was passiert, wenn das den ganzen Bildschirm überträgt. So, ich hau auf der mal die Dings rein, Vendetta, dann können die mal ein bisschen mehr Schaden reinhauen, wenn wir uns mit denen hier beschäftigen. Doch, der ist down so. Und jetzt auf zu der eigentlichen Bedrohung hier. Die dunkle Bedrohung. Ich bin außer Mann. Mister. Okay. Da hau ich einfach mir am Mantel der Schatten rein. Einfach so, I don't give a shit about, was du da gerade machst, so. Das war's! Geht! Ich wollte schon was Böses sagen, aber es reicht mit geh sterben. Oh, ich dachte schon Internetverbindung. Und wieder nichts. Sehr gut. Oh, Baby. Ich merke schon, Leute. Das wird mit uns... Das wird noch hier... Warte mal, brauche ich hier irgendwas? Ich könnte die Handschuhe gebrauchen, aber... Ja. Ich werde jetzt nicht würfeln, ne? 50-50, dass ich es überhaupt... Wenn ich es bekomme, dass ich nicht, dass ich noch den... Nicht... Na, egal. Ich lasse es sein. Ah, mein Life. Mein Life. Ich hoffe, es wird besser in den nächsten 2 Parts. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.